Also dann begrüße ich Sie recht herzlich zur heutigen Veranstaltung zur betrieblichen Altersversorgung, arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Grundlagen, insbesondere natürlich im Hinblick auf die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Vielleicht kurz zu meiner Person. Die meisten aus dem Raum werden mich kennen. Mein Name ist Elke Smekal und ich bin Betriebswirtin für betriebliche Altersversorgung. Beschäftige mich mit dem Thema seit über 12 Jahren und leite seit über 10 Jahren den Bereich der Unterstützungskassenverwaltung bei uns im Hause und vorher bei Rödel & Partner, also nunmehr über 20 Unterstützungskassen. Also ich behaupte, sagen zu können, dass ich mich mit dem Thema Unterstützungskasse und den Grundlagen der Unterstützungskasse ganz gut auskenne und dass Sie heute eine Menge erfahren können, was mir auch im Laufe der letzten 10 Jahre an Themen vorkommen ist und wie wir die gelöst haben. Zu den arbeitsrechtlichen Grundlagen soll es heute im Wesentlichen darum gehen, um den rechtlichen Rahmen, die Durchführungswege, die Sie mit Sicherheit kennen werden, aber die wir noch mal kurz beleuchten, welche Zusagearten und Leistungsformen sind in den einzelnen Durchführungswegen möglich, für wen hat das Betriebsrentengesetz überhaupt Geltung, welche Unverfallbarkeitsfristen gibt es, wie ermittle ich den unverfallbaren Anspruch der Höhe nach, welche Möglichkeiten der Abfindung und Portabilität sieht der Gesetzgeber vor, welche Möglichkeiten der vorzeitigen Altersleistung hat der Gesetzgeber geregelt und natürlich auch ein Thema Anpassungsprüfung, also die Anpassung laufender Renten. Und zum Schluss möchte ich noch auf die Insolvenzsicherung eingehen, die ja vom Gesetzgeber ebenfalls für den Arbeitnehmer geregelt ist. Zum Steuerrecht, was dann durch Manfred Bayer absolviert wird, der Bereich soll sich mit den Grundlagen der Unterstützungskasse im Allgemeinen beschäftigen und im Besonderen natürlich mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Kurz soll auch die konkurrente Rückdeckung angerissen werden. Welche Möglichkeiten gibt es, Versorgungen auf eine Unterstützungskasse auszulagern? Und im Besonderen dann zur reservepolsterfinanzierten Unterstützungskasse, also steuerliche Anerkennung des Reservepolsters, das Kassenvermögen, wie ermittle ich das Kassenvermögen, was ist überhaupt Kassenvermögen, welche Möglichkeiten der Kapitalanlage sind möglich und es werden verschiedene Finanzierungsformen verglichen. Und wenn wir das alles geschafft haben, so gegen 16 Uhr, bekommen Sie von mir einen Fragebogen und Sie haben dann die Möglichkeit, innerhalb von 30 bis 45 Minuten dann die Fragen kurz zu beantworten. Das heißt, Sie sollten heute schon gut aufpassen, dass Sie sich ein paar Sachen noch erinnern können, die heute erwähnt werden, weil alles, was hier gefragt wird, kommt natürlich im Rahmen des Vortrages vor. Ja, und damit mal kurz zum Überblick und dann wünsche ich uns allen einen schönen, lehrreichen Tag und dass Sie dann mit vielen Informationen heute unser Haus verlassen können und in der Praxis gut umsetzen können.